Hallöchen Leute, und ja, in diesem Video zeige ich euch wieder Chaosschlucht, aber ich zeige euch erstmal, die Helden, die ich dafür verwende, sind 6 Helden. Einmal der Droide mit dem Wiederbeleben, der PD auch mit dem Wiederbeleben, wer wär's denn noch, der Orcsbane auch mit dem Wiederbeleben, der Vlad mit dem Kriegsgott, weil er hier ein Wiederbeleben hat. Der Kapitän mit dem Lebensentzug und die Valentina. Also ich bin von Valentina richtig begeistert, muss ich wirklich sagen, obwohl die noch so niedrig ist. Ich habe die Verordnung irgendwann mal hochzubringen, wenn der Dings Evo ist, der Kapitän, nicht der Kapitän, der Geistermagier. Und ja, dann wie ich auf die Base gekommen bin, die war erstmal ein bisschen verändert noch. Also die war so ähnlich wie... Also ich bin da drauf gekommen auf durch HBM. Nämlich bei HBM diese... wie heißt sie nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall diese... auf jeden Fall diese Base, die hier oben ist oder unten. Ja, und die habe ich halt genommen. Und da habe ich mir das halt so zusammengebaut und wie man das halt so machen könnte. Und ja, da bin ich halt so auf die Idee gekommen. Und da habe ich halt so ein bisschen rumgetüftelt und ja, ich finde, dies so, die geht. Und die kann man so machen. Und bisher klappt sie eigentlich auch ganz gut. Ja, Magientürme sind natürlich hier am besten, damit sie halt dann nicht so rankommen. Aber natürlich gehen auch Pfeiltürme, oder wie man die auch nennen will, weil die machen schon ordentlich Schaden und dann sterben die halt schon, bevor die überhaupt da ankommen. Das ist dann natürlich auch richtig gut. Okay, und da kümmern sie sich gerade um den Dämon. Okay, jetzt sehe ich nicht, wie viel Leben der hat. Auf jeden Fall kümmern sie sich gut darum. Der Vlad hat sich darum gekümmert. Ging alles gut aus. Und ja, das Teil war gelegt. Ohne, ich zeige das natürlich gleich mehrere Male. So, mache ich das mal hier von. Ja gut, das war eine richtige Seite. Um zu gucken, ob das halt von allen Seiten geht. Ich habe es nämlich jetzt immer nur von oben getestet. Und ich will mal gucken, ob das auch von den anderen Seiten halt geht. Aber sollte ja eigentlich so gehen. Ja, jetzt wäre es natürlich oben besser gewesen. Dann wäre ich schneller da. Und ja, okay, direkt der Base spawn. Direkt in der Base, okay. Da, Vlad, erlege Walte deines Amtes. Ich finde, es sollte mal ein Held rauskommen, der Gebäude heilen könnte, der seine eigenen Gebäude heilen könnte. Also das wäre natürlich richtig geil, vor allem hier bei Chaosschlucht oder auch HBM als Tankgebäude. Vor allem die Magietürme, wenn die dann wenn die länger halt Kummer zuführen können. Also das ist natürlich, fände ich schon persönlich richtig gut. Okay, jetzt der PD schöne Reichweite. Deswegen soll er nicht hier hinten auf den Centerplatz oder Valentinerplatz sein. Weil der muss schon ordentlich, der muss dann später beim Boss ankommen. Weil sonst kann ich das vergessen. Weil sonst, ja. Okay, jetzt gehen die auf den PD, ist interessant. Aber dadurch würde. Müssten die schneller werden. Ah, aber der PD ist nicht hochgestackt, der ist noch so langsam. Das ist, weil die Valentina nicht in Range ist. Ach, ja. So, jetzt war der aber hochgestackt und hat geklappt. Aber ihr habt gesehen, es klappt so. So, dann mache ich nochmal einen von hier unten. So. So, jetzt. Ja, das sollte so gut gehen. Und der Vlad hat, habt ihr gesehen, also der ist natürlich als Tank da sehr gut geeignet. Da kamen so viele Gegner und der hat sie natürlich alle ausradiert. Und dann hat er die natürlich sich an den hochgeheilt, obwohl sie ihn halt natürlich
eigentlich ziemlich viel Schaden gemacht haben. Und das ist natürlich dann schon natürlich ganz nice. Weil jetzt wäre Dauerkoma. Das ist natürlich, das finde ich auch sehr schön. Oh, 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 da verliere ich jetzt sogar zwei Türme gleich. Und dem PD im schlimmsten. Nee, da haben die. Dafür war der. Oh, das war jetzt richtig gut. Der Druide und der Nyx haben den PD noch. Den Druide und der Orksbär haben den PD nochmal hochgeheilt. Ohne wäre es jetzt ziemlich krass gewesen. Okay, nur durch den Orksbane, dass ich ihn dann zusätzlich noch dabei hatte, habe ich das jetzt auch noch geschafft. Weil dann, dadurch ist der Druide nicht gestorben und dadurch ist der PD nicht gestorben und so. Da ist die ganzen Helden nicht gestorben. Ja. Und ich finde, ein Damage-Dealer sollte hinten sein, weil, kann ich euch jetzt auch ganz gut sagen, weil, wenn hier ein Backspawn ist, so dass sie dann schnell ledig sein, weil wenn jetzt hier hinten ist, dann konnten wir vorhin beim ersten Mal sehen, kommt der Vlad da zum Beispiel nicht ran. Deswegen sollte ich hier hinten in dem Bereich, da wo ich jetzt zum Beispiel mein Center habe oder wo ich die Valentina jetzt habe, auch so ein Damage-Dealer sein, so wie Imo oder... Oder vielleicht sogar Donnergott. Donnergott ist auch noch ein guter Damage-Dealer. Oder halt Santa, wie ich jetzt habe. Oder Snowy. Ja gut, Snowy ist nicht ganz so gut, aber es ist auch ein Damage-Dealer. Oder, naja, man könnte eventuell auch den Piraten, aber dafür finde ich den Piraten nicht so gut. Dafür finde ich halt den Imo und sowas halt. Oder Donnergott. Den Donnergott habe ich sogar immer mehr schätzen jetzt sogar noch gelernt. Obwohl er eigentlich aus der Mode kommt, ich habe den Vorsorge vielleicht auf Evo zu bringen, weil bei Dungeons, da macht er schon an den Gebäuden ordentlich Schaden oder bei, wie heißt denn das nochmal, jetzt habe ich den Namen vergessen. Bei verlorenes Schlachtfeld, genau. Da die Teams, wenn der PD einmal geprockt hat. Dann ist die schon mal mit einem Proc weg. Also wenn die nur Evo 1 sind und der Donnergott ist glaube ich 173 oder so und Skill 5 und das ist dann natürlich schon richtig krass. Und deswegen will ich ihn auch noch auf Evo bringen. Ja, aber als nächstes mache ich halt den Geistermagier auf Evo und danach habe ich vor, den Paladin auf Evo 2 wahrscheinlich sogar zu bringen. Und, ach, jetzt habe ich mal was anderes vor. Ich wechsle hier, da nehme ich den raus. Nehme den hier raus. Und setze hier den Center ein. Und dann gucke ich mal, wen ich da noch einsetzen kann. Den Imo würde ich dann nämlich jetzt gerne einsetzen. So, muss ich den erstmal finden. So, da ist der. So. Nee, ich nehm den Donnergott. Ich habe gesagt, es soll auch mit dem Donnergott gehen. Und ich meine, weil hier der Evo auch schon Evo ist. Und ich will mal gucken, ob das auch ohne Evo geht. Also, dass der Donnergott nicht mehr Evo hier sein muss. Hier habe ich den Donnergott noch nicht ausprobiert, aber ich denke, das sollte eigentlich klappen. So, ja, so, der Santa ist jetzt mit vorne dabei als Damage-Dealer und der Druide, der sollte hier auf dem Platz halt, wo jetzt der Druide ist oder Santa ist, sollte der sein, nicht hinten und nicht da, wo der Vlad ist, weil der, damit der halt ganze Zeit heilen kann, dass er, damit er nicht überall in der Range ist und der PD sollte eigentlich nur da sein, wo er jetzt ist, damit er nämlich geschützt ist von den anderen, aber auch überall hinkommt. Und genau das will ich ja auch erreichen. Oh, ja.
direkter Backspawn bin ich nicht so begeistert von. Vor allem, weil ich gerade einfach an einem anderen Ziel beschäftigt. Oh. Und ich habe natürlich die Wiederbelebensrune vergessen auf den Donnergott. Das war ja klar, was auch sonst. Aber ich denke, es sollte auch ohne Donnergott klappen. Hoffe ich zumindest. Aber war ja klar, dass ich natürlich die Wiederbelebensrune vergesse. So. Ich hoffe aber, dass er gleich auf den PD geht, damit er sich nämlich schön schnell hochstackt. Nein, er geht auf den Blatt. Naja, okay, der Druide schafft ihn. Okay, durch den Druiden habe ich das natürlich jetzt wieder geschafft, weil er hochgeheilt. Und ja, das war auch fürs Video, für diese neue kreative Base, die ich hier, ach genau, Corner Base, ich weiß nicht, ob der nächste so nennt, aber so ähnlich halt wie diese Base. Und hat vielleicht hier irgendwo jemand, der vielleicht, nee, haben jetzt alle Gildenkriegs-Base, weil heute Gildenkrieg ist, habe ich vergessen. Ja, aber das wollte ich euch nur so zeigen und tschüss.